Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und auf Ihren Plätzen Platz zu nehmen. Ich begrüße Sie zur Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Sie findet einen Tag nach dem 9. November statt. Und ich finde, man kann über dieses Datum nicht wortlos hinweggehen, weil der 9. November natürlich wie kaum ein anderer Tag die wechselvolle Geschichte unseres Landes markiert. Der 9. November ist ein zwiespältiger Tag. Er ist ein Tag der Erinnerung. Er ist ein Tag, der voller Widersprüche ist. Ich glaube, man kann sagen, er ist Licht und Dunkel. Er ist Freude, er ist aber auch Trauer, tiefe Trauer. Er ist ein Tag des Aufbruchs gewesen, aber er war eben auch ein Tag blindwütiger Zerstörung. Mit dem Ausruf der Deutschen Republik am 9. November 1918 verbinden wir einen echten Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte, denn der 9. November 1918 ist der Aufbruch in unsere demokratische Selbstbestimmung. Es war der Tag, an dem sich die parlamentarische Demokratie nach einer jahrhundertealten monarchischen Ordnung bahngebrochen hat und im Übrigen ja allen deutschen Parlamenten das allgemeine und das gleiche Wahlrecht gebracht hat. Und trotzdem hat jener verheißungsvolle 9. November des Jahres 1918, ja, ich glaube, man kann das so sagen, bis heute eigentlich nicht den Platz gefunden, der ihm in unserem kollektiven Gedächtnis eigentlich gebührt. Es ist eigentlich kein Wunder, weil wir jene Demokratie, die 1918 begann, fast nie von ihrem Anfang, sondern meist ja von ihrem Ende her denken. Dem Ende, das dann mit dem 10. Januar 1933 begonnen hat. So viele verstanden Demokratie damals eben, ja, ich glaube, man darf das so sagen, als bloße Technik, als Organisationsform für einen Staat. Und sie haben sie nicht verstanden als eine Haltung, zu der die Würde des Menschen als oberster Grundsatz gehört. Und so wurde der 9. November des Jahres 1938 zu einem Sinnbild des Absturzes Deutschlands, und zwar in die Unmenschlichkeit. Die Geschehnisse jeder Nacht waren schon für sich genommen ein Schlag in das Gesicht von Menschlichkeit, Sitte und Anstand. Und die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 war ein Vorbote eines Zivilisationsbruchs, der die Vernichtung von über 6 Millionen europäischer Juden und so vielen anderen zur Folge gehabt hat. Wir werden die politische Erbschaft der damals Schuldigen immer zu tragen haben. Das ist aus meiner Sicht vollkommen unumstritten. Und aus ihr haben wir etwas zu tun. Wir haben aus ihr die Konsequenzen zu tun für unser Handeln jetzt, für unser Handeln morgen, aber auch für unser Handeln übermorgen. Dieser 9. November mahnt uns, das dunkelste Kapitel Deutschlands eben nicht aus unserer Erinnerung zu löschen. Und unsere jüdischen Mitbürger sollen sich darauf verlassen können, dass wir und unsere nachfolgenden Generationen jede Art von Antisemitismus und Extremismus auf das Entschiedenste und mit aller Konsequenz entgegentreten werden. Ja, und der Teil der deutschen Geschichte, der mit der Reichspogromnacht, dem Erstarken des Nationalsozialismus begann, in den Zweiten Weltkrieg und in die Teilung Deutschlands mündete, endete mit dem 9. November 1989. Der Fall der Berliner Mauer, wir sprachen vor gar nicht allzu langer Zeit darüber, die ja über so viele Jahre ein in Beton gegossenes Symbol staatlicher Willkür, ein Symbol auch für die politische Spaltung Deutschlands, aber nicht nur Deutschlands, sondern ja auch Europas gewesen ist, ließ jenen 9. November dann zu einem der glücklichsten Tage der Deutschen werden. Es war ein Tag, an dem die mutigen Bürger der DDR deutsche und europäische Geschichte schrieben und den Weg zur Einheit unseres Landes ebneten. Und diese mutigen Bürger, die sind es, die unseren großen Dank und unseren großen Respekt verdienen. Sie haben errungen, wovon viele lange Zeit eben nur träumen konnten, den Anfang vom Ende eines Unrechtsstaates und der Beginn eines freien, eines vereinten und eines demokratischen Deutschlands. Wir tun gut daran, dass wir
die Erinnerung an jene Tage pflegen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, das vorab heute und hier einen Tag nach dem 9. November zu sagen. Denn Erinnerung tut ja ganz besonders eines. Erinnerung stiftet Identität und Erinnerung stiftet auch Orientierung. Und das ist etwas aus meiner Sicht, das wir brauchen in einer Zeit, in der unsere Demokratie immer wieder und auch immer wieder stärker unter Druck gerät. Und auch das will ich sehr deutlich sagen. Wer heute glaubte, dieses Parlament hier, ja, unsere Demokratie sei eine Selbstverständlichkeit, weil sie sich ja sehr gut eingespielt hat, der schaue auf jene Tage des 9. November 1918, 1938 und 1989. Sie sind uns eine beständige Mahnung, dass unsere Demokratie, dass Friede, dass Freiheit und dass Rechtsstaatlichkeit immer wieder neu gelebt und verteidigt werden müssen. Und auch das will ich sehr deutlich unterstreichen. Dieses Parlament ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit und es ist erst recht keine Bagatelle. Es ist eine historische Errungenschaft, die über so viele verschlungene Wege geführt hat. Und für dieses Erbe müssen wir streiten. Und das müssen wir überall tun. Aber ich finde, wir müssen das zuallererst hier in diesem Haus, im hessischen Parlament, tun. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben zu einigen einführenden Worten. Ja, und damit komme ich zu unserem üblichen Ton. Sie erinnern sich, ich habe am 28. August 2020 eine dringende Empfehlung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Liegenschaften des Landtages ausgesprochen, dann aufgrund der steigenden Fallzahlen eine dringende Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Folge auch auf die Sitzplätze hier im Plenarsaal ausgeweitet. Und dann sind in den letzten Wochen, wir haben es alle erlebt, die Fallzahlen auch in Hessen immens gestiegen. Vor diesem Hintergrund wurde dann in der Sitzung des Ältestenrates am 3. November 2020 der Beschluss gefasst, dass in den Räumlichkeiten des Hessischen Landtages ab dem 9. November, also seit gestern bis einschließlich 26. Januar 2021, eine generelle Maskenpflicht gilt. Diese Verpflichtung, einen entsprechenden Schutz zu tragen, gilt für alle Räume. Das gilt einschließlich des Plenarsaales. Und wie gesagt, sie besteht dabei auch am Sitzplatz. Die nähere Ausgestaltung der Regelung ist dann durch eine von mir erlassene hausrechtliche Allgemeinverfügung, die zwischenzeitlich in Kraft getreten und auch bekannt gemacht worden ist, vorgenommen worden. Die angeordneten Maßnahmen basieren auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Hausrechts des Landtagspräsidenten gemäß Artikel 86 Satz 4 der Verfassung, der Hessischen Verfassung, in Verbindung mit § 44 unserer Geschäftsordnung und natürlich auch unserer Hausordnung. Sie sollen sicherstellen, diese Maßnahmen, dass der Landtag seinen Verfassungsauftrag erfüllen kann, eine gesundheitliche Gefährdung von Abgeordneten durch das Verhalten anderer Abgeordneter gefährdet die Erledigung der parlamentarischen Arbeit. Und deswegen haben wir uns auch darüber verständigt im Ältestenrat, dass zu Widerhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung einen gröblichen Verstoß gegen unsere parlamentarische Ordnung darstellen und dass sie insoweit dann auch in den Plenarsitzungen konsequent durch die Sitzungsleitung mit den Mitteln unseres parlamentarischen Ordnungsrechts geahndet werden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Rednerinnen und Redner im Plenarsaal die Mund-Nase-Bedeckung am Rednerpult absetzen dürfen, dass die amtierenden Präsidenten von hier aus auch ohne Mund-Nasenschutz sprechen können. Und ich möchte abschließend anmerken, dass ein Abgeordneter im Plenarsaal ist, der keine Maske trägt. Der Abgeordnete hat mir gegenüber mittels eines ärztlichen Attestes glaubhaft gemacht, dass er von der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes befreit ist. So viel zu diesem Thema. Jetzt komme ich zu, tut mir leid, aber Sie wissen, so ist das, zu verhältnismäßig umfangreichen weiteren amtlichen Mitteilungen. Und die beginnen damit, dass ich zunächst einmal die Sitzung des Hessischen Landtages eröffne. Und warten Sie mal, jetzt muss ich meine Zettel hier suchen. Und die Beschlussfähigkeit hier mit Blick in den Plenarsaal feststellen darf. Zur Tagesordnung darf ich feststellen, dass sie vom 4. November 2020 mit einem Nachtrag vom heutigen Tage vorliegt. Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung Top 84 bis 89 entnehmen, dass sechs Anträge eingegangen sind betreffend eine Aktuelle Stunde.
Hier verfahren wir wie immer 5 Minuten je Fraktion. Und wir haben die Tagesordnungspunkte 85 und 88 gemeinsam aufzurufen. Das heißt, es besteht eine Redezeit von 7,5 Minuten. Wie gesagt, alle anderen Aktuellen Stunden haben eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden dann wie immer Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Es ist vereinbart worden, dass Top 44, das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, 2028/74, gemeinsam mit der großen Anfrage der Abgeordneten Christiane Böhm und der Fraktion Die Linke, Top 26, Drucksache 2025/37 zu 2011/68 aufgerufen wird. Es ist weiterhin vereinbart worden, dass Tagesordnungspunkt 73, der Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen, der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten, das ist die Neubenennung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat, am Mittwochabend ohne Aussprache abgestimmt werden soll. Die Fraktion der AfD hat mir mitgeteilt, dass Top 69, das ist der Antrag der Fraktion der AfD, effektiver Präsenzunterricht, Drucksache 204.000, nach Top 84, das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke, aufgerufen wird und am Donnerstag am Ende der Sitzung abgestimmt werden soll. Wir haben uns heute Morgen darauf, alle nicken, interfraktionell verständigt. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass Top 90, das ist die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu den Bemerkungen des Hessischen Rechnungshofes 2018, ohne Aussprache am Mittwochabend abgestimmt wird. Wir haben weiterhin vereinbart, dass Top 91, gibt es Widerspruch? Nein, kein Widerspruch. Ja, doch, stimmt was nicht. Bitte, Günter Rudolph, drücke mal bitte. So, bitte. Ja, Herr Präsident, das war in der Tat in der Diskussion. Der Kollege Frömmrich wollte es aber rückkoppeln in der Fraktion. Und ich habe zumindest noch keine Rückmeldung. Also zu uns ist es zurückgekoppelt worden. Wollen wir es trotzdem so machen? Seid ihr ausnahmsweise einverstanden? Ja, gut. Es gibt keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Ist, ja, gut, okay. Das habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Ach so, weiterhin haben wir vereinbart, dass Top 91, das ist der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Ministers der Finanzen im Rahmen GZSG, Drucksache 204039, am Mittwoch nach Top 22 aufgerufen wird, mit einer Redezeit von, wenn ich es recht sehe, 5 Minuten. Das stimmt, alles klar. Noch eingegangen und an den Plätzen und in den Fächern verteilt, nicht an den Plätzen, sondern in den Fächern verteilt, ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion AfD betreffend K&S-Wirtschaftsstandort sichern. Drucksache 204050 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird der dringliche Entschließungsantrag Top 92 und wird auch so haben wir uns vereinbart, zusammen mit Top 9, das ist der Gesetzesentwurf der Landesregierung, zu dem Staatsvertrag aufgerufen. Alle sind einverstanden. Ebenfalls noch eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Das geht stationäre Versorgung sicherstellen, 204061. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 93 und kann mit Top 75 aufgerufen werden. Wollen wir so verfahren? Alle sind einverstanden. Die Fraktion der FDP oder der Freien Demokraten, Entschuldigung, hat mitgeteilt, dass Top 15, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung, in das Dezemberplenum geschoben wird. Deswegen setzen wir den Top 15 von der Tagesordnung ab. Alle nicken. Top 23 auf der Tagesordnung. Oder zu Top 23 auf der Tagesordnung ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs Freie Demokraten, Hessisch Corona-Hilfegesetz. Hat der Haushaltsausschuss keine Beschlussempfehlung abgegeben. Der Tagesordnungspunkt wird daher von der Tagesordnung abgesetzt. So, machen wir es. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass die folgenden Anträge der Fraktion zur abschließenden Beratung in Fachausschüsse überwiesen werden. Top 45. Verpflichtende Besuche und so weiter geht in den KPA. Top 49, Zukunft Galeria Karstadt-Kaufhof, geht in den WVA. Top 51, Beteiligung an Erträgen aus Windkraft, geht in den WVA. Top 54, da geht Landesregierung muss Schulträger bei Schülerverkehr unterstützen. Das geht in den KPA und mitberaten in den WVA. Und der Top 55, das ist der Antrag Corona-Nothilfe für Clubs und Diskotheken, geht ebenfalls in den WVA. Können wir so die Tagesordnung genehmigen oder widerspricht dem jemand? Keiner widerspricht.
dann haben wir sie so genehmigt. Wir tagen heute, wenn alles gut geht, bis 20.30 Uhr. Im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagt dann am Abend der SIA im Raum 501a. Wir haben darauf uns vereinbart, auf die Fragestunde zu verzichten. Die Fragen werden schriftlich beantwortet und werden dann als Anlage zum Protokoll der heutigen Plenarsitzung genommen. Alle anderen Fragen werden in die Fragestunde im Dezemberplenum verschoben. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 2. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/958. Und der Gesetzentwurf wird vom hessischen Minister für Wirtschaft, Energie und Verkehr eingebracht. Ich brauche noch ein ganz kleines bisschen, Herr Staatsminister. Aber es dauert nicht mehr allzu lange. Keine Sorge, ich habe es nur erwähnt. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass auch in diesem Plenarturnus alle zur Abstimmung stehenden Initiativen jeweils am Ende einer Plenarsitzung gebündelt werden. Noch will ich Sie darauf hinweisen, dass wir im Ältestenrat Folgendes vereinbart haben. Und zwar Redezeiten für fraktionslose Abgeordnete in der 20. Wahlperiode bei einer Redezeit bis 30 Minuten, 2 Minuten Redezeit bei einer Redezeit ab 30 Minuten, 4 Minuten Redezeit bei aktuellen Stunden und gemeinsamem Aufruf von aktuellen Stunden 2 Minuten. Ebenfalls mit Beschluss des Ältestenrates vom 3. November haben wir festgelegt, dass der fraktionslose Abgeordnete Kahnt in der 20. Wahlperiode im Kulturpolitischen Ausschuss beratend mitwirkt. Und last but not least darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau Kollegin Kaya Kinkel in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 28. Februar 2021 von der Kollegin Miriam Dahlke als Schriftführerin vertreten wird. Jetzt komme ich zu den Entschuldigungen, Herr Staatsminister, und dann ist es auch gleich soweit. Dann darf ich den Tagesordnungspunkt 2 aufrufen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Kollegin Papst-Dippel, der Kollege Heidkamp, der Kollege Bolldorf, Herr Ministerpräsident Bouffier, Herr Staatsminister Peter Beuth, der Kollege Axel Wintermeyer von 15 bis 18 Uhr. Und ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf den Kollegen Honka zwecks Quarantäne entschuldigen. Vielen Dank. Kollege Honka ist also auch entschuldigt. Damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilung.